Musste jetzt mal warten. Oh, hoppla, ich bin aus Versehen auf meinen Trigger gekommen, Entschuldigung. Ey Leute, davon geht's nicht schneller. Unrealistisch über dem Aufzug, der ihr Haar nach oben fliegt. Ne? Mit so einer Geschwindigkeit fahren wir nicht. Ich glaube, das fände Aloy nicht so gesund. Okay. Auch wieder zu faseln, von wegen Schicht seines Bruders. Hier gibt es auch noch eine Quest. Schnapp uns mal noch ganz flott. Metallankauf. Gute Preise. Ach, die Bekloppten. Hier gibt es die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof. Nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie aber nicht für Maschinenteile. Wie gesagt, das beste Angebot wenn für dir günstiger sind als da oben. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsenjägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Also, was, Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinnehmen. Wir brauchen Tramplerherd. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Ich glaube auch ein Panzerwandererherd. Das habe ich leider wieder vergessen. Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne. Schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Genug. Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte, warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall. Trinken. Hilfe. Oh, hoppla. Wo bin ich? Es war abgemacht. Hey Leute, was ich machst du hier? Kunden, du machst das Zählen. Jetzt was heißt hier abgemacht? Ich beschwere mich nicht über dein Zählen, außer dass es lange dauert. Es ginge viel schneller, wenn du mit dem Gebrüll aufhören würdest. So, ich hätte wieder anquatschen können, aber ich glaube, ich habe ja die Sachen. Hier, eben, habt ihr welche. Ich habe euch beide Teile besorgt. Also, was sagt ihr? Ich kann wohl nicht nur die eine kaufen. Es wäre die falsche. Also gib der Jägerin die Scherben für beide. Natürlich, natürlich. Bitte sehr. Wenn das der Preis ist, den ich zahlen muss. Der Preis, den du zahlen musst? Die Schnappmaullinse macht vielleicht gerade so den Verlust wieder wett. Ich mache keinen Verlust, Kohlenbrenner. Dir fehlt die Fantasie, um für Langbeinlinsen angemessen zu zahlen. Ich habe Fantasie. Wenn du mit diesem Schrott herumklapperst, denke ich an deinen Schädel. Ich habe dir von Anfang an gesagt,
gesagt, dass wir keinen Schrotthandel betreiben, dass wir Klasse haben. Und ich sagte, ein Metallhändler macht sich auch mal die Hände schmutzig. Ich wollte eigentlich zur Wassermühle. Das war ganz offensichtlich schon wieder zu viel verlangt. Daraus werde ich später einen Trank brauen. Da hinten ist die Wassermühle, okay. Denk schon, wo schickt der mich einfach wieder hin? Mit. Gut gefüllt sieht mein Medizinbeutel nicht gerade aus. Achso, hier. Guten Tag. Immer konzentriert, immer wachsam. Das ist meine Meinung. Ich hab dich schon erwartet, Aloy. Du willst sicher antworten. Tja, es ist nicht kompliziert. Wir sammeln Wertgegenstände von Leuten, die sie nicht brauchen, verkaufen sie und geben die Scherben den Armen in Sonnenfall. Sammeln nennt ihr das? Mehr stehlen oder wie? Du meinst, ihr stehlt? Wenn du es so nennen willst. Von Schweinen, die schon seit Generationen am Futtertrog stehen. Ravan wirkte und? Auf mich nicht wie ein Schwein. Geht dich gar nichts an. Er stinkt wie die ganze Bande. Nach Geld und Zufriedenheit. Und die Unterschicht leidet. Nicht mein Problem, oder? Wer genau bekommt die Scherben in Sonnenfall? Nicht die Bastarde in der Festung. Mit den Scherben verschaffen wir den Armen in Schattenhang Nahrung und Verbandszeug. Sie gingen nur nach Westen, weil sie mussten. Glaub mir, ich weiß es. Meine Frau wurde an einige Diener gekettet und mit ihnen weggeführt. Sie verhungerten in ihren Ketten. Das tut mir leid. Ja, mir auch. Wo ist das Schwert jetzt? Sicher. Hab's noch nicht verkauft. Was soll ich jetzt tun? Weggehen? Ich hatte gehofft, du hilfst uns. Es heißt, du liest Spuren wie ein Pirscher. Tja, mein Partner Nazan ist bei der Brandküste verschwunden. Er wollte nach Sonnenfall. Mit einer ganzen Ladung Lebensmittel. Wenn du die findest, würdest du vielen helfen. Ich überleg's mir. Aber nur, wenn du Ravan das Schwert zurückgibst. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Gut, er kriegt das blöde Schwert. Nazan sollte seinen Kontakt bei einer Feuerstelle an der Gabelung bei der Brandküste treffen. Such dort nach ihm. Aber Vorsicht! Wollt ihr die gleich speichern und viele Maschinen und viele Schattenkarja. Und zwar wobei nicht die immer Bedürftigen, fertig mit Schwätzen. Sondern die Peiniger. Oh, danke. Arme Füße. Mal gucken, wo gibt's denn hier was wie einen Speicherpunkt? Weil ich wollte eh irgendwo hinraten. Wo müsste ich denn hin demnächst? Ach du meine Fresse. Warum schicken die mich denn jetzt wieder so? Ach komm. Ach guck mal, dann gehen wir doch hier hin. Dann können wir genau da speichern. Und noch irgendwo hinraten. Das wäre doch noch ganz nice. Genau, ja, wir schreiben natürlich sowieso noch. Die nächsten Termine, vielleicht Sonntag, das weiß ich aber noch nicht. Wie immer ist ja Wochenende spontan. Ansonsten denke ich erst Mittwoch wieder. Ne? Freitag, Samstag arbeiten. Montag, Dienstag bin ich nicht da. Kommt natürlich darauf an, was mit Charlotte ist. Also genau, ganz sicher kann ich es noch nicht sagen. Ne? Sonntag spontan, sonst vielleicht am Mittwoch. Muss ich nochmal schauen. Ich sage Bescheid, beziehungsweise ich notiere es auf meiner Twitch-Seite. So.
Einmal schnell speichern, bitte. Und eine manuelle Speicherung hätte ich bitte gern.